Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Destiny 2, die Hexenkönigin. Und heute spiele ich mal mit ziemlich verdächtig und mit... Ach komm, nimm mal der Sturm. Auch nicht schlecht. Und wir machen weiter mit der Story. Wir müssen nach Europa und zwar die Mission machen. Kommuniziere mit der Pyramide auf Europa, um deine neue Kraft der Dunkelheit zu stärken. Den tiefen Blick. Ah ja, stimmt. Die Gedankenfähigkeiten. Okay, da haben wir das riesen Pyramidenschiff. Stimmt, wir waren doch auf Europa nicht so nah dran. Du hast diese Pyramide schon einmal Macht abgewonnen, Hüter. Die Korra glaubt, es gibt noch mehr zu finden. Wie wird uns die Kommunikation mit der Dunkelheit helfen, die Stimmen zu verstehen, die wir hörten, als wir Sagiras Hülle fanden? Begib dich zur Statue im Herzen der Pyramide. Stärke deine Verbindung zur Dunkelheit und du wirst jenseits der Grenzen der normalen Wahrnehmung sehen. Okay, wir gehen wahrscheinlich wieder jenseits des Lichts. Oh, Doggies. Was machen bitte die Kabale hier? Ich meine, wir haben doch einen Pakt mit Kaite gemacht. Egal, ich muss das alles nicht mehr verstehen. Vielleicht sind es Abtrünnige. Man weiß nie. Interessant. Ich empfange eine Übertragung der Kabale. Hier ein Ausschnitt. Die Krieger des Kabal-Imperiums. Abtrünnige sind auf dem Weg zur Europa-Pyramide, um Schätze der Dunkelheit zu suchen. Ihre Expedition ist nicht sanktioniert. Jeder, der sich ihnen anschließt, handelt für sich allein. Die Besessenheit meines Vaters von der Stimme in der Dunkelheit darf nicht auf unsere eigenen Reihen übergreifen. Das heißt wohl, dass die Kaiserin nichts dagegen hat, wenn wir uns den Weg hineinkämpfen. Okay, weil das anscheinend von uns nicht sanktioniert ist, müssen wir uns hier durchkämpfen. Obwohl Kaite eigentlich eine Verbündete ist. Naja. Manchmal gibt es halt Streitereien. Aber die Streitereien gehen halt so... Oh Gott, ein Panzer! Gehen halt so weit, dass man gleich mehrere Tote hier auffindet und gleich einen kaputten Panzer. Ey, dieses Maschinengewehr, ich liebe es. Bin so froh, dass es wieder da ist. Ah, warte, noch nicht schießen. Jetzt kannst du schießen. Okay, war der Panzer. Oh, ich habe ihn getroffen. Digga, ich kann hier so nah dran stehen und ich sterbe einfach nicht. Okay, vielleicht hätte ich auch die Fresse gehalten. Ja, gut gemacht, Luke. Also, wieder super vorlaut gewesen. Dann ändern wir lieber die Hammerhead mit Geierhorn. Jetzt wäre es aber richtig gemacht. Gerade kurz nachher. Und das bunte Panzer jetzt. Schön Granate rein. Jawohl, da ist er kaputt. Dann auf den nächsten Panzer die Ulti rein. Geil, ich habe den Panzer nicht getroffen.
Reicht das jetzt für euch? Es verschwindet mal hier. Und Feuer. Beste Leben. Ich dachte, wenn ich die beiden Panzer ausschalte, ist schon vorbei. Jetzt ist es vorbei. Gut. Ich krieg Belohnung. Upgrade-Modul. Nee, die Statue der Dunkelheit. Ein Kabalschild blockiert den Eingang. Sieht aus, als wären sie zuerst hier oben gewesen. Ja, es gibt ja nur einen anderen Eingang. Hey, mach nicht einfach zu. Mach wieder auf. So. Hier. Okay, er macht selber auf. Dankeschön. Oh Gott. Ist ja richtig weird hier, der Ort. Aeris, die Pyramide reagiert auf unsere Anwesenheit. Sie öffnet Türen, bewegt Plattformen. Vielleicht spürt sie etwas in euch. Als ich diese seltsamen Gänge erforschte, hatte ich das Gefühl, dass sie auch etwas in mir spürte. Zuerst habe ich mich gesträubt. Zu glauben, dass sie in mir eine geheime Verwandtschaft erkannte. Hier gibt es überall Vorräte der Kabale. Sieht so aus, als würden sie versuchen, in der Pyramide Stellung zu beziehen. Vielleicht in der Hoffnung, Artefakte der Dunkelheit für ihren Krieg gegen den Krieg selbst zu stehlen. Xivu Arad hat ihre Heimatwelt zerstört. Und Eroberer sind nicht erfreut, wenn sie erobert werden. Ah, sie spürt, dass wir voll cool sind. Schiss, weil wir kamen gerade aus dem Kalten. Da war wieder voll lustig. Ich glaube, dieses Gerät stört irgendwie die Bewegungen der Pyramide. So, hab gestört. Hier sind Plattformen gespawnt und Gegner. Okay, hinten ist noch einer. Oder auch nicht. Hä? Wo ist der eine? Hä? Da wird mir was Rotes angezeigt, aber da ist kein Gegner. Naja, das Radar müssen wir manchmal nicht verstehen. Ein Zion. So, jetzt ist offen. Jetzt ist Ufe. Warte. Zack. Boah, was für ein Talent habe ich hier. Gut, darf ich rein? Nee. Ich muss mir einen anderen Weg finden. Hier, das auch zu. Da. Da ist eine Spalte. Du hast gesagt, die Pyramide erkennt etwas in uns, Aeris. Aber was? Einen Verteidiger. Eine fein geschliffene Klinge. Eine Kuriosität. Es könnte alles Mögliche sein. Auch Ikora hat diese Frage gestellt. Und meine Antwort ist immer dieselbe. Reine Spekulation. Ich fürchte, dass die Zweideutigkeit zu schwer auf ihr lastet. Zweideutigkeit. Das ist komplex hier. Aber zum Glück sind wir willkommen. Erstmal. Hoffentlich ändert sich das hier nicht. Oh. Ich wusste, da kommt irgendwas. Ja, ihr müsst natürlich kommen. Verschwindet.
Plattformen, die auf einmal hier gespawnt sind. Ist auch ganz komisch. Und Doggy beißt mir einfach in den Arsch. Nicht so geil. So. Green. Ich glaube nicht, dass die Pyramide uns aus Großmut hilft, Hüter. Sie manipuliert uns, benutzt uns irgendwie. Die Dunkelheit ist eine neutrale Kraft. Aber die Pyramiden haben einen Plan. Solange wir nicht wissen, was sie vorhaben, müssen wir auf der Hut sein. Wohl richtig. Aber das ist doch dasselbe wie bei dem Licht. Sie benutzt uns. Also unterscheidet sich Licht und Dunkelheit nicht wirklich. Sollten ja die beiden Kräfte studieren. Und dann mischen wir die so. Zum Mixer mischen. Oh, Kabalschiff. Imperialer Desert. Deserteur, nicht Desert. Gott, oh Gott. So, einmal kaputt machen. Gut. Ein Ulti rein. Okay, nochmal kaputt machen. Und Galahorn rein. Ach komm, ich hab nicht getroffen. Ist ja schade. Wo ist er? Nein, aber ich hab's doch geschafft. Ah, nee, hab ich doch nicht. Scheiße. Ich dachte, ich hab's geschafft. Da hat er erst gerade umgefallen. Aber ich war blind. Das passiert, wenn man zu offensiv ist. Okay. Jetzt aber Speedrun-mäßig. Wieso muss ich die denn jetzt hier noch ausschalten? Lass mich kurz hier hochkommen. Okay, jetzt kannst du kommen. Ah, fuck. Eine Kugel reicht da wohl nicht. Mann, warum muss er denn jetzt ausweichen? Auf rumzuhüpfen. So. Wo ist er? Da. Wir haben's. Irgendetwas muss diese Schiffe steuern. Aber wir haben noch nie einen Piloten gesehen. Auf ihren Reisen jenseits der Heliopause ist Königin Mara Soth dem Wesen begegnet, das die Pyramiden befehligt. Sie sagte, sein Verstand sprach um vieles lauter als der anderer Wesen. Eine Kakophonie der Gedanken. Vielleicht lenken diese Stimmen die Schiffe. Eine dieser Stimmen hat auch im Schwarzen Garten zu euch gesprochen. Eine Kakophobie. Eieiei. Also wenn ich auf dem Klo bin, habe ich auch eine Kakophobie. Okay, wir sollten uns nicht lustig machen darauf. Der Untergang für uns. Die Kakophobie. Hey, hey, hey. Akkofobie. Frag mich, was, wenn ich eine Kakophobie hab?
Bin ich denn böse? Nein, das wollte ich nicht. Ach, egal. So, der eine Psion. Ach, die beiden. Ja. Trotzdem keine Herausforderung. Easy zu killen. Okay, dann ab nach oben. Ikora sagte, dass diese neue Fähigkeit es erlaubt, psychische Abdrücke von vergangenen Ereignissen zu sehen. Und wenn du mit der Pyramide kommunizierst, kannst du vielleicht den Abdruck auf Sagiras Hülle sehen. Es ist seltsam. Das Licht hat dich vergessen lassen. Und jetzt hilft dir die Dunkelheit, dich zu erinnern. Die Kabale versuchen, die Statue zu zerstören. Wir müssen sie aufhalten, sonst kannst du nicht mehr mit der Pyramide kommunizieren. Hey, lass das mal hier. Das ist wertvoll. Nicht zu weit fliehen. Okay. Machen wir die Dinger mal kaputt. Wieso deaktivieren die eigentlich immer, statt die direkt zu zerstören? Ist doch viel besser. Dann werden sie auch nicht reaktiviert. Egal, ich muss unsere Logik hier nicht verstehen. Und Numero Uno wird hier noch deaktiviert. Vielleicht kommt bestimmt wieder ein Boss. Was für ein Zufall. Da kommt er. Da kommt seine erste Leiste ist doch weg. Jawohl. So, er ist kaputt. Direkt zum zweiten rüber. So, haben wir. Und hier das letzte. Die Musik, die ist voll geil. Der Wusser. Renne. Verpiss dich. So, kaputt machen. Digga, diese Option. Direkt das nächste kaputt machen. Was? Hä? Ich steck fest? Digga! Hallo? Ich komm hier nicht mehr raus. Digga, was ist das für ein Scheiß? Hä? Ich steck hier einfach fest. Weil ich hilf das, wenn ich mit dem Schwert hier rumagiere. Hallo? Ich komm nicht mehr hier raus. Digga, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wo kann ich mich irgendwie selbst töten, warte? Digga, als ob ich mich jetzt nicht selbst töten kann. Will mich selbst töten. Warte, ich habe einen Granatenwerfer. Der hat auch keine Muni. Dick, das kann doch nicht wahr sein. Hey, wie soll ich denn jetzt sterben? Nein, ich will den ganzen Scheiß das Ding nochmal machen. Vielleicht mit Feuerdash. Komm schon.
muss doch irgendwie hier rauskommen. Versuche hier irgendwie rauszukommen. Mann, als ob das jetzt wirklich nicht geht. Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ja gut, müsste ich nochmal zurück zum Orbit. Also geil, ich wurde einfach von irgendeinem Stein oder so zerquetscht und dann war ich stuck. Geil. Kann ich zumindest zurück zum Checkpoint oder muss ich die ganze Scheiße jetzt wirklich nochmal machen? Oh, danke. Danke, es gibt einen Checkpoint. Okay, bis gleich. Gut. Dann hoffentlich werde ich jetzt nicht nochmal von irgendeinem Stein zerquetscht, Digga, das ist so. Die Kabale belastend. Versuchen, die Statue zu zerstören. Ja, ja. Wir müssen sie aufhalten, sonst kannst du nicht mehr mit der Pyramide kommunizieren. Ich hab's auch verstanden. Ist alles schlimm und die arme Statue. So. Jetzt soll man die Scheiße hier deaktivieren. Das dauert dann halt auch immer noch so ewig. Guckt, von diesen Felsen oder Steinen, was weiß ich, Mauern, wurde ich irgendwie zerquetscht. Weil die einfach so gespawnt sind. Gut, und hier jetzt gehen wir mal den Boss. Ja, schon wieder. Das ist so unfassbar. Renne direkt auf den Boss. Gut. Eins. Und 3. Und das letzte hier auch noch. Leute, wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Da. Komm, er ist gleich tot. Jawollo. Guck mal, so einfach geht's, wenn aber halt kein bescheuter Stein vor mir ist. Sei vorsichtig, Hüter. Okay, kommuniziere mit der Dunkelheit. Warte. Ui, ich wurde erwacht. Aris, wir haben mit der Statue kommuniziert. Noch ist unklar, ob sich etwas verändert hat. Wir bemerken den Effekt wohl erst, wenn wir zurück in Savatuns Thronwelt sind. So oder so. Wir wollen nicht länger als nötig hier bleiben. Verständlich. Diese Schiffe sind für uns immer noch ein Rätsel. Okay. Dann wieder nach zu Enklave und mit Ikora reden. Dann bis gleich.
So. Nach dieser komischen, ja, Begegnung mit den Steinen. Ich hatte Zweifel, als ich dich losschickte. Aber Eris sagt, die Pyramide habe auf deine Anwesenheit reagiert. Ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denke ich. Nach deinem Besuch in der Pyramide solltest du die Erinnerung in Sagiras Hülle nun vollständig freilegen können. Dass dies nicht gelingt, bedeutet wohl, dass uns etwas fehlt. Die Verborgenen haben die Schäden in der gesamten Wüste analysiert. In den umliegenden Gebieten gibt es starke Konzentrationen psychischer Energie. Eine ähnliche Konzentration fanden sie auch in der Thronwelt. Ich denke, genau die brauchen wir, um Savatuns Erinnerung vollends zu manifestieren. Bring Sagiras Hülle dorthin. Mal sehen, ob ich recht habe. Hoffentlich finden wir endlich ein paar Antworten. Ikora erklärt, dass ein letzter Schritt nötig ist, um auf die Erinnerungen von Sagiras Hülle zuzugreifen. Du musst eine Konzentration psychischer Energie finden, die dir hilft, die dir helfen wird, die Erinnerung zu manifestieren. Die Verborgenen haben einen solchen Ort in Savatuns Thronwelt ausfindig gemacht. Alright. Okay, noch mehr Sachen. Ja, ja. Okay, Leute. Aber dann war es das erstmal mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.